Die neue Weinfarbe ist Orange. Und deswegen heißen die Weine Orange Wine. Alles so natürlich wie möglich zu machen, ist dabei die Devise der Winzer. Was unterscheidet den Orange Wine in der Herstellung vom herkömmlichen Wein? Die Natürlichkeit beginnt schon im Weinberg. Marc Weinreich aus Bechtheim im Wonnegau ließ Trauben für einen Orange Wine. Dabei entfernt er faulige Beeren sofort. Auch der Weinberg selbst ist ganz der Natur überlassen. Typisch ist, sie verzichten auf Düngemittel. Ja, sie erschaffen letztendlich ein System Weinberg, was sich selbst reguliert, was auch seine Wuchskraft reguliert, schöne, gesunde Beeren hat, eine gut abgehärtete Beerenhaut hat und dann auch letztendlich viel mehr Geschmack in sich trägt. Ja, sie geben dem Weinberg keine Nährstoffe von oben, das heißt die Wurzeln, die müssen einfach tief in den Boden und sich dort ihre Nährstoffe suchen. Und auf diesem Weg kriegen sie natürlich auch viel mehr Geschmack aus dem Boden. Der nächste Schritt führt Marc Weinreich in die Kälterei. Hier findet der entscheidende Unterschied zur normalen Weißweinherstellung statt. Bei der werden Saft und Häute sofort getrennt, nicht so beim Orange Wine. Den gepflückten Trauben wurden die Stiele entfernt. Sie liegen nach dem Zerstoßen in der Maische. Also Beerenhaut und Saft zusammen. Bei der Maischegärung ist es natürlich so, dass durch den forcierten Sauerstoffeintrag auch diese orangene Farbe entsteht. Sie können sich das vorstellen, als hätten Sie einen aufgeschnittenen Apfel, den Sie ablegen, und durch den Sauerstoff diese Braunfärbung. Und das Gleiche passiert letztendlich auch hier bei der Maischegärung. Rund 3 Wochen liegen die Beeren auf der Maische. Ebenfalls typisch beim Ausbau des Weins, der Verzicht auf Schwefel und Schönungsmittel. Der Wein soll so reifen, wie die Natur es vorgibt. Wo stammt Orange Wine her? Vor mehr als 5000 Jahren wurde in Georgien die Maische in Amphoren konserviert. In der Neuzeit begannen die Franzosen in den 70er Jahren, erste Weine nach dieser antiken Methode herzustellen. Mittlerweile machen das auch ein Dutzend rheinland-pfälzischer Winzer. Kai Schätzel aus Nierstein am Rhein besitzt seine Amphore seit 2011 und liebt es, mit ihr zu experimentieren. Eine Amphora hat ganz viele Elemente, die wir heute wieder für sehr intelligent halten. Die ist im Boden eingegraben, die Temperatur bleibt sehr konstant, es kommt keine Luft ran, wenn ich den Deckel zulasse. Und seit Jahrtausenden ist das Modell im Einsatz. Und für uns ist es einfach auch ein Experiment, um rauszubekommen, was wirklich dahinter steckt. Warum machen manche Winzer neuerdings Orange Wine? Orange Wine macht nur 1% der Gesamtproduktion von Marc Weinreich aus. Back to the Roots, alles ganz natürlich zu machen, ist für ihn ein interessantes Feld. Die Abnehmer der Spezialität sind meistens hippe Restaurants und Weinexperten. Natürlich ist es für mich persönlich ein Experiment erstmal gewesen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass der Trend im Moment gerade sehr stark zu Orange Wines geht oder zu Naturwein generell. Und dann kann man natürlich auch aus dieser Leidenschaft, aus diesem Experiment, was man betreibt, versuchen tatsächlich auch den Wein kommerziell zu nutzen. Der Niersteiner Winzer Kai Schätzel empfindet die antike Ausbaumethode als sehr lehrreich. Wir können sehr viele Elemente auch wieder in den normalen Weinbau zurückübertragen. Zum Beispiel haben wir sehr viele auch ganz normale Weine, die heute schon sehr viel Maische-Standzeit sehen. Das heißt, nach der Lese nicht sofort gepresst werden, sondern erstmal von Fuß zusammengetreten und dann manchmal bis zu einer Woche lang auf der Maische stehen dürfen. Also mit den Schalen und Stielen gemeinsam Zeit bekommen. Wie schmeckt Orange Wine? Nach rund einem Jahr wird der Orange Wine abgefüllt. Durch die lange Maische-Standzeit hat dieser Weintyp einen anderen Geschmack als herkömmliche Weißweine. Der Unterschied ist sehr deutlich. Zum einen, sie haben wesentlich mehr Gerbstoff, beispielsweise wie Sie das beim Rotwein auch kennen. Und durch leicht hefige Noten, durch die Farbe, sie haben ein anderes Mundgefühl. Und es schmeckt nicht jedem. Es wird sehr unterschiedlich diskutiert. Aber ein Versuch ist es allemal wert. Fazit: Im Moment ist dank der Neuausrichtung auf Natürlichkeit der Orange Wine ein neuer Trend, der jedoch nur einen ganz kleinen Teil des Weinmarktes ausmacht und ausmachen wird. Der Geschmack ist gewöhnungsbedürftig. Manche mögen ihn, andere lehnen ihn ab. Letztlich einfach eine Geschmacksfrage.